Die Inflationszahlen gestern aus den USA, sie waren ein Schock für die Märkte und die Reaktion an den Märkten auch dementsprechend. Es ging doch ein ganzes Stück abwärts. Ich hatte es letzte Woche in dem Video schon in Aussicht gestellt. Die Inflation wird wahrscheinlich relativ heiß reinkommen und die Zinsen steigen und das wird nicht gut sein für die Märkte. Welche Gründe es wieder einmal gibt für diese hohe Inflation, die sage ich dir in diesem Video. Und wir sehen auch in den Charts, ja, die Korrektur ist höchstwahrscheinlich gestartet und ich sage dir in diesem Video, auf welche Marken es jetzt ankommt im S&P, aber auch im Nasdaq. Schau das Video auch unbedingt bis zum Ende, denn dann sage ich dir, wie es weitergeht, warum wir jetzt noch keinen Crash erleben. Aber ich zeige dir auch in dem Video, dass es die Warnsignale gibt und dass wir höchstwahrscheinlich noch eine deutlich schärfere Korrektur, vielleicht sogar einen Crash im Laufe des Jahres sehen werden. Und in diesem Video zeige ich dir, wieso, weshalb, warum und was das dann auch letztlich bedeutet für den weiteren Verlauf. Also, bleib unbedingt dran und abonniere auch den Kanal hier unter dem Video, falls du es noch nicht getan hast. Wir stehen vor sehr, sehr interessanten Wochen und Monaten an der Börse. Also verpasse nichts und wir gehen gemeinsam durch diese hochinteressante Zeit. Zunächst wie immer starten wir mit dem Blick auf die letzte Woche. Da war viel grün, nur das Sentiment war gelb. Blicken wir auf die aktuelle Woche. Und wir sehen, die Charts haben sich eingedrückt. Ich habe es letzte Woche schon angedeutet, dass es da kritisch werden könnte. Genau das ist passiert. Damit auch nur noch eine gelbe Ampel in der Gesamtbewertung. Schauen wir also in die Details hinein. Wir starten aber mit dem wirtschaftlichen Umfeld in Amerika und das ist weiterhin grün. Es sieht also weiterhin gut aus. Schauen wir uns noch einige Daten dazu an. Beginnen wir mit der Inflation. Das war ja das Highlight natürlich am gestrigen Tag und auch für diese Woche. Die Verbraucherpreise für den Monat März. Und wir sehen, alle Daten sind höher gewesen, als man das erwartet hat. Kernrate im Monatsvergleich 0,4% wieder zugelegt, im Jahresvergleich 3,8% und die Gesamtrate 3,5% im Jahresvergleich, 0,4% im Monatsvergleich. Also alles weit, weit weg vom 2%-Ziel der Fed. Und das ist alles nicht geeignet natürlich, um auch den Mitgliedern des Fed-Direktoriums die Zuversicht zu geben, die Confidence zu geben, dass die Inflation hier auf 2% runtergeht. Im Gegenteil, sie geht ja wieder nach oben sogar. Also alles andere als gute Daten für baldige Zinssenkungen. Im Gegenteil. Und blicken wir auf den Chart da unten, wir sehen diese rote Linie, das ist dann quasi die Kernrate, wo dann nochmal zusätzlich die ganzen Housing-Kosten, also sowas wie Mieten bzw. fiktive Mieten rausgerechnet wurden. Im Monatsvergleich, und da sehen wir einen Anstieg um 0,6%. Wir sehen auch, wie dieser Trend wieder nach oben zeigt, seit Mitte letzten Jahres. Also wir sehen ganz, ganz klare Tendenzen. Die Inflation in den USA beschleunigt sich wieder und damit sind eben auch die Zinssenkungen in der nahen Zukunft erst einmal quasi vom Tisch. Für den 1. Mai für die Sitzung sowieso schon länger keine Zinssenkung erwartet, aber gestern mit diesen Daten wurden eben auch die Zinssenkungen für den Juni mehr oder minder ausgepreist an den Kapitalmärkten und der Juli erwackelt. Es ist wirklich eine 50-50 Chance, Tendenz zu wieder keinen Zinssenkungen. Und dann werden wir schon im September, bis es wirklich die ersten Zinssenkungen in Amerika gibt. Und ob es die dann gibt, so kurz vor der US-Präsidentschaftswahl, das könnte man nämlich interpretieren als die Fed versucht, der Biden-Administration hier Wahlkampfhilfe zu geben. Von Donald Trump wird es mit Sicherheit ausgeschlachtet. Von daher, es ist ein Thema, wo sich die Fed normalerweise immer versucht rauszuhalten und dort nichts zu tun. Also da müsste es dann schon wirklich sehr akut sein mit den Daten, damit die Fed wirklich im September so kurz vor der Wahl den ersten Zinsschritt macht. Ja, und wenn es dann auch nicht ist, dann sind wir schon in der November-Sitzung. Also das heißt, da tut sich unter Umständen das nächste halbe Jahr gar nichts. Warum das natürlich alles so ist, es liegt auch ganz stark am Arbeitsmarkt. Letzte Woche am Freitag der große Arbeitsmarktbericht, wieder 300.000 Stellen neu geschaffen. Arbeitslosenquote bei 3,8%. Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor extrem robust. Und das ist ja klar. Die Nachfrage ist da, weil der Arbeitsmarkt stark ist. Die Leute haben einen Job, bekommen Geld. Das heißt, damit fragen sie Konsum nach und dadurch haben die Firmen eben auch die Macht, aufgrund der guten und robusten Nachfrage ihre Preise entsprechend anzuheben. Sprich, solange der Arbeitsmarkt hier so robust bleibt, wird sich auch an der Inflation wenig ändern. Trotz allem, der Arbeitsmarkt sieht nicht so gut aus, wie das auf den ersten Blick scheint. Und das sehen wir in dieser Grafik. Die rote Linie zeigt uns das
Die Vollzeitstellen, sind geschrumpft. Das heißt, hier werden Vollzeitstellen in Amerika abgebaut, gleichzeitig nehmen die Teilzeitstellen zu. Deswegen sehen wir eben auch, dass die Native Born Americans, also die Amerikaner, die dort auch wirklich geboren wurden, eher Jobs verlieren, während es vor allem Immigranten sind, natürlich vor allem lateinamerikanische Immigranten, die da oft auch illegal über die Grenze von Mexiko herkommen, die übernehmen dann oft zwei, drei dieser Teilzeitjobs für geringere Löhne. Das dämpft einigermaßen das Lohnwachstum, führt zu diesem sehr robusten Arbeitsmarkt, aber in Summe ist da doch einiges in der Disbalance. Und wir sehen vor allem auch eines, diese Situation, in der die Vollzeitstellen abgenommen haben, aber die Teilzeitstellen gestiegen, das war immer kurz vor einer Rezession. Und so gesehen ist das natürlich auch ein Warnsignal. Keines, was sich in den nächsten Tagen und Wochen irgendwo im Aktienmarkt bemerkbar macht, aber es ist ein makroökonomisches Warnsignal, dass uns eben hier eine Rezession innerhalb der nächsten, ja durchaus auch 12 Monate bevorstehen könnte in den USA. Gleichzeitig beginnt morgen wirklich dann richtig die Berichtssaison, die Quartalsberichtssaison mit den Berichten der Firmen für das erste Quartal 2024. Die Erwartungen sind hoch. Morgen drei große Banken, die dort quasi den Auftakt machen, mit JP Morgan, mit Wells Fargo und mit der Citigroup. Aber hier vor allem, wir sehen es, Tech wieder einer der Haupttreiber, aber auch Communication Services, Utilities, große Gewinnsteigerungen, die hier erwartet werden. Und insofern, die Erwartungen sind wieder hoch an das erste Quartal, an die Firmen. Und natürlich, wenn diese Erwartungen getroffen werden, vor allem auch der Ausblick für den Rest des Geschäftsjahres 2024 überzeugt, dann kann das neue Impulse geben für die Börsen, für den S&P. Aber die Wahrscheinlichkeit eben, weil die Latte so hoch liegt, weil es doch eben hier mit diesen Vollzeitjobs schwieriger wird. Das heißt, die Kaufkraft und die Inflation, die zehren natürlich an den Möglichkeiten der Verbraucher. Könnte es eben auch sein, dass an der einen oder anderen Stelle dann auf der anderen Seite die Erwartungen enttäuscht werden und das würde dann zusätzlichen Druck auf die Aktienmärkte geben. Also warten wir es ab. Wie gesagt, morgen mit drei großen Banken der große Auftakt. Weiteren Gegenwind, nicht nur falls hier Enttäuschung stattfinden könnte seitens der Unternehmensberichte, kommt auch von den Bondmärkten und hier von den Renditen. Ganz klar, momentan die Wirtschaft in den USA ist stark. Ich habe es auch in der letzten Woche erzählt, weil eben die Schulden ausgeweitet werden. Einerseits der Staat macht horrende Schulden, andererseits auch die Verbraucher, vor allem indem sie ihre Kreditkartenschulden ausweiten. Diese Schulden, vor allem die Verbraucherschulden, hängen die Kreditzinsen dafür im Wesentlichen an der 10-Jahres-Rendite der 10-Jährigen, also der spricht den Zinsen für die 10-Jährigen US-Staatsanleihen. Und die sind ganz klar gestiegen zuletzt und haben auch gestern einen riesigen Ausbruch gemacht auf mittlerweile 4,56%. Wir sehen es hier in der oberen Grafik. 4,35%, das ist dieser Ausbruch hier. Und da ging es wirklich jetzt deutlich drüber. Charttechnisch schon mustergültig. Ausbruch, Pullback und dann weiter nach oben. Und ja, wir sehen das. Und ich habe nochmal die Grafik mitgebracht aus dem letzten Jahr. Wir sehen hier, dass die Zinsen gestiegen sind. Bis in den Sommer hinein schon. Bis dahin ist der Aktienmarkt einfach mitgestiegen. Und das hat überhaupt nichts ausgemacht. Und jeder sagt, ach, die Renditen, das macht doch nichts. Genauso wie es jetzt seit Anfang des Jahres war. Und dann irgendwann, Anfang August, ich habe hier diese vertikale Linie eingezeichnet, irgendwann war es dann zu viel und dann die Zinsen sind weiter gestiegen und der Aktienmarkt ist in die Korrektur gegangen. Natürlich, das ist noch kein Trigger, dass morgen diese Korrektur jetzt auch wirklich beginnt oder vielleicht sogar schon gestartet hat. Aber es zeigt uns, natürlich spielt der Preis des Geldes eine Rolle. Er spielt immer eine Rolle, da er auch bestimmend ist mit für die Liquidität. Und insofern, wenn die Zinsen hier weiter steigen, wir sehen hier einen ganz klaren Aufwärtstrend, was die Renditen angeht. Das Ganze wird gestützt durch den robusten Arbeitsmarkt, zumindest vordergründig, durch die hohe Inflation und somit eben ganz klar hier ist das ein Gegenwind und sollte eben auch früher oder später eben hier mit dazu beitragen, dass es eben hier zur Korrektur kommt. Zumal wir dann noch den ultimativen Killer jeder Aktienrallye haben und das ist die Geldmenge. Und wir sehen, dass hier die Geldmenge ist zuletzt im Jahresvergleich
geschrumpft. Und das letzte Mal, dass es das gab, dass die Geldmenge so sehr geschrumpft ist, das war Beginn der 1930er Jahre während der großen Depression. Und immer wenn die Geldmenge um so viel geschrumpft ist, dann kam es wirklich zu einer zum massenhaften wirtschaftlichen Einbruch. Natürlich, wir müssen fairerweise sagen, wir sehen es auch, es wurde noch nie im Vorfeld so viel Geld gedruckt wie diesmal. Und natürlich, wir werden diesmal, das ist extrem unwahrscheinlich, dass wir eine große Depression erleben. Aber was ist dagegen sehr, sehr wahrscheinlich? Natürlich wird sich das bemerkbar machen. Hohe Zinsen, sinkende Geldmenge, hohe Schulden, ein sich unter der Oberfläche verschlechternder Aktienmarkt, Arbeitsmarkt bei gleichzeitig hoher Inflation. Irgendwann bricht da was und da bricht stärker was. Es dürfte dann wirtschaftlich zu einer technischen Rezession führen. Aber was ist die Konsequenz, was wir auch in den letzten 25 Jahren auf sowas immer gesehen haben? Letztlich die Regierung und auch die Notenbank bekommen die Panik. Sie werden Geld drucken. Damit wird dieses Loch zugeschüttet. Auch die damit verbundene Bankenkrise, die höchstwahrscheinlich kommt, wird mit Geld zugeschüttet. Und es gibt letztlich wieder die nächste Inflationswelle. Und dann wird man irgendwann auch den Inflationskampf aufgeben. Aber das ist dann ein anderes Thema, was danach kommt. Zunächst einmal, wie gesagt, ja, Rezession schon, aber eher eine Art technische Rezession, die dann irgendwann eben ansteht. Kommen wir damit zur Charttechnik und die Charts nur noch gelb. Das war eigentlich die große Veränderung gegenüber der letzten Woche. Schauen wir hier mal hinein auf den S&P 500. Und ich hatte es letzte Woche gesagt, wir sind unter den Aufwärtstrend gefallen und müssen jetzt sehen, kommen wir dahin zurück, dann bleibt alles gut oder fallen wir drunter. Dann kam genau an diesem Donnerstag letzte Woche, an dem ich das Video gemacht habe, im weiteren Verlauf des Tages diese große rote Kerze. Ja, der kleine Pullback und dann ging es schon wieder nach unten. Das heißt, wir können hier ganz klar sagen, der Aufwärtstrend ist erstmal gebrochen. Wie ich aber auch letzte Woche gesagt habe, nein, damit ist noch kein neuer Abwärtstrend etabliert. Ja? Schau dir gerne das Video nochmal an, ich habe es dir hier verlinkt. Da findest du das alles nochmal in aller Ausführung. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt weiter? Also wir sehen jetzt hier erstmal diesen 50-Tage-Durchschnitt bei 5.100 Punkten. Es wäre schon unwahrscheinlich, wenn wir das jetzt nicht anlaufen, diese 5.100 Punkte. Es könnte auch sein, dass es nochmal ein Stück tiefer geht. Wir haben hier noch ein großes, großes offenes Gap bis runter knapp unter 5.000 Punkte. Das ist letztlich aus dieser an dem Tag passiert, als Nvidia seine Quartalszahlen gemeldet hat und es dieses Gap nach oben gab. Auch das kann sein, dass wir das jetzt in dem ersten Lauf mal noch schließen, aber noch in Richtung 5.000 Punkte laufen. Spätestens dort aber sollten wir erstmal wieder etwas durchschnaufen und uns erholen. Das heißt, den 50-Tage-Durchschnitt nochmal von unten anlaufen, auch nochmal ein bisschen drüber laufen wahrscheinlich, ja, bevor es dann zu einer zweiten Welle kommt, die uns dann Richtung 4.800 Punkte durchaus führen könnte. Denn dort kommt dann erst die nächste große Unterstützung. Wir sehen es, 5.150 Tage-Durchschnitt und dann kommt bis 4.800 eigentlich nichts mehr im Chart. Also das wäre so mein Ziel für diese Konsolidierungsbewegung. Letztlich sind das rund 460 Punkte, also so 8-9% von den Tops ungefähr, was wir damit konsolidieren, korrigieren würden. Also alles noch im Rahmen, bevor wir dann sicherlich dort, ab dort erstmal wieder eine Erholungsbewegung sehen. Wäre sehr ähnlich, wenn du das hier anschaust, im Herbst letzten Jahres, im Sommer, Herbst letzten Jahres war es sehr ähnlich. Erstmal drunter unter den 50-Tage-Durchschnitt, dann erstmal wieder ein bisschen drüber, bevor dann die Wellen weiter nach unten gelaufen sind. Im Nasdaq 100 sieht das Ganze sehr, sehr ähnlich aus, besonders sogar noch ein bisschen schlechter. Wir sind schon am 50-Tage-Durchschnitt. Sollten wir da eben auch drunter rutschen. Die nächste Unterstützung wäre bei 17.000 Punkten ungefähr, knapp unter 17.000 Punkte. Das heißt, da haben wir sicherlich ein Potenzial im Nasdaq, dass es hier um 1.000 Punkte runter geht auf absehbare Zeit. Aber auch das wäre dann schon fast so ein bisschen das Korrekturziel, vielleicht nochmal so Richtung 16.500. Aber im Nasdaq sieht es, wie gesagt, schon etwas schlechter aus. Aber auch hier erstmal jetzt momentan eine gelbe Ampel. Das Sentiment auch mit einer gelben Ampel, das hat sich ja schon letzte Woche angedeutet. Schauen wir hier mal in die Details hinein. Letztlich, es trübt sich ein. Sentix schreibt uns hier, dass es eben hier zu einem deutlichen Rutsch kam und dass das grundsätzlich erstmal positiv zu bewerten ist. Hauptsächlich Konflikte im Nahen Osten, aber auch diese länger hohen Zinsen, das habe ich am Anfang ja ausführlich schon erläutert.
Grundsätzlich heißt das, ja, Sie vermuten weiterhin auch erstmal weiter eine Konsolidierung. Das sind genau die Sachen, die ich gerade in den Charts gezeigt habe, bevor dann die nächste Aufschwungphase auch wieder kommt. Wie das geht, das, wie gesagt, am Ende des Videos. Fear & Greed Index bei 53, also das heißt im neutralen Bereich. Hier haben wir weder jetzt starke Impulse in die eine noch in die andere Richtung. Und da könnten wir vielleicht auch erstmal ein Weilchen bleiben. Vielleicht rutschen wir nochmal kurz in den 4-Bereich. Sollte es wirklich nochmal zu diesem kleinen Abverkauf kommen Richtung 5000 bis 5100 Punkte im S&P 500, bevor es dann erstmal sich wieder erholt und dann irgendwann die finale Welle kommt. Also in Summe, gelbe Ampel hier in den US-Indizes. Hier ist es wirklich so momentan, es gibt hier keinen Grund, jetzt da groß einzusteigen in diesen Markt. Der Markt ist angeschlagen, sowohl in den Charts, wir sehen es in den Charts, als auch im Sentiment. Und von daher, bevor wir hier nicht also ganz klare Kaufsignale wieder bekommen, gibt es keinen Grund einzusteigen. Ausstieg, naja, ich habe es ja schon in den letzten Wochen immer wieder gesagt, wer gut aufgepasst und wer seine Sachen richtig gemacht hat, hat jetzt schon Cash an der Seitenlinie. Der kann das erstmal beobachten und dann sagen, wenn ich jetzt weitere Verkaufssignale bekomme, wie zum Beispiel diesen Bruch des 50-Tage-Durchschnitts, dann verkaufe ich die nächste Tranche. Ansonsten, wie gesagt, kann man das jetzt erstmal weiter dabei bleiben, ohne jetzt da in Panik zu verfallen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr lange dauern und dann wirst du überall wieder lesen, ja, das war jetzt die Korrektur, jetzt musst du kaufen. Das Interessante dabei ist, wenn du einmal über 100 Jahre zurückblickst in der Börsengeschichte, und ich verlinke dir gerne nochmal das Video, wo ich schon mal darauf eingegangen bin, was wir daraus aus dieser Zeit lernen können. Schon Jesse Livermore, einer meiner großen Vorbilder an der Börse, hat damals schon erzählt, wenn du einen Markt schaffen willst wie für Aktien, sorge dafür, dass der Markt erst steigt und wenn dann der Markt anfängt zu fallen, dann hast du deinen Markt. Dort kannst du die größten Volumen in Aktien platzieren. Denn dann sagt jeder, buy the dip, buy the dip. Und dann kaufen die Lemminge. Und wenn es dann noch weiter abwärts geht, nun, dann haben die, die verkaufen wollten, ihren Verkauf gemacht und sind ihre Aktien losgeworden. Die Verluste machen dann andere. Damit dir das nicht auch so passiert, habe ich hier eine Empfehlung für dich. Damit auch du mehr Erfolg an der Börse hast, melde dich für meine Newsletter an. Möchtest du kostenlose Tipps für deinen Börsenhandel? Bist du zufrieden mit der Rendite deines Börsenhandels? Möchtest du nachhaltige Gewinne an der Börse machen? Erhalte die 5 Geheimnisse erfolgreicher Investoren gratis dazu. Klicke jetzt auf den Link unter dem Video. Mach also diesen Fehler nicht und steige nicht sofort ein. Warte, bis die Korrektur, die erste Phase zu Ende ist. Und trotzdem, wir haben es gesehen, es wird jetzt erst einmal noch kein Crash. Ich habe dir die Zahlen, die Marken in diesem Video genannt, wo ich S&P 500, wo ich Nasdaq sehe am Ende dieser ersten Phase der Korrektur. Danach werden wir erstmal wieder nach oben laufen, weil wir haben weiterhin eine starke Wirtschaft, wir haben noch einen robusten Arbeitsmarkt. Damit wahrscheinlich auch relativ robuste Unternehmensgewinne. Das werden wir jetzt in der Quartalsberichtssaison ab morgen wahrscheinlich auch sehen. In so einem Umfeld gibt es normalerweise keinen richtigen Crash. So, das heißt, es wird dann erstmal nach oben gehen. Wie weit es nach oben geht, das wissen wir heute noch nicht. Maximal könnte ich mir vorstellen, bis zum BIP bisherigen Höchstständen. Weiter aber nicht. Eher idealtypischerweise nur darunter. Und dann werden sich wahrscheinlich, wir haben es gesehen, Arbeitsmarkt, Geldmenge, Zinsen, die Rahmenbedingungen so weit verschlechtern, dass es eben zu dieser technischen Rezession Richtung Ende des Jahres dann auch kommen kann und wahrscheinlich auch kommen wird. Und dann werden diese doch sehr ambitionierten Bewertungen, die wir heute in Aktienmärkten haben, endgültig korrigiert. Und dann kommen genau diese Kursziele, die ich in den letzten Wochen immer wieder genannt habe und wie wir es auch in den Fibonaccis auch sehen. Dann werden wir wirklich den großen Teil sehen. Mit den Konsequenzen, die ich genannt habe. Ja, wenn wir dann unten sind, dann wird die Panik herrschen bei der Regierung, bei der Notenbank. Und die Konsequenz wird sein, wieder Quantitative Easing, wieder niedrigste Zinsen. Es wird wieder alles mit Geld geflutet. Und was heißt das dann für die Märkte? Wenn es unten ist, dann musst du handlungsfähig sein, dann musst du kaufen, weil dann werden wir einen riesengroßen Bullenmarkt sehen. Etwas Ähnliches, wie wir 2020, 2021 gesehen haben. Wir werden auch eine neue Inflationswelle sehen, die dann nicht mehr so wirklich bekämpft werden wird, weil man feststellt, wir können die Schulden sonst nicht mehr tragen, dann fliegt uns alles um die Ohren. Bedenke auch,
Jerome Powell, Janet Yellen, beide haben schon gesagt, nicht alle Regionalbanken werden die kommende Bankenkrise überleben. Es gibt dort Probleme. Also wenn selbst die das schon sagen, dann kommt da aber noch was. Und genau das sind dann diese 20-25% Korrektur, die wir von den Höchstständen wahrscheinlich im Laufe des Jahres noch sehen werden. Wahrscheinlich eher Richtung drittes oder sogar erst viertes Quartal, Richtung Herbst. Das ist gut möglich, dass wir da noch eine Zeit warten müssen. Aber dann musst du handlungsfähig sein. Denn anschließend von den Ständen, da können wir durchaus uns verdoppeln wieder in den Indizes. Und das musst du dann entsprechend mitnehmen, ähnlich wie es 2020, 2021 der Fall war. Also, bleib dem Kanal treu, abonniere, falls du es noch nicht gemacht hast. Es sind super spannende Tage und auch Wochen und auch Monate, die da vor uns liegen. Und ich begleite dich da sehr, sehr gerne durch diese Zeit. Gebe dir meine Erfahrung mit und damit wünsche ich dir alles Gute für deinen Investmenterfolg und bis zum nächsten Mal. Dein Christian.